Hätten Sie ihn erkannt? Das ist Toni Kroos in jungen Jahren. Schon damals ist er den Trainern von Hansa Rostock aufgefallen, eine Weltkarriere begann. Doch nach Toni Kroos hat es kaum ein Fußballer aus Mecklenburg-Vorpommern in den internationalen Fußball geschafft. Und die Hansa-Nachwuchsmannschaften verpassten auch irgendwie den Anschluss an die internationale Spitze. Das soll sich ändern. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Hansa im Talente-Scouting. Vielleicht gibt es schon bald einen nächsten Toni Kroos. Ein Höhepunkt im Videoarchiv vieler Eltern. Hansas Junioren, deutscher Meister 2010. Viele der 17- bis 19-Jährigen, die damals auf dem Platz stehen, schlagen danach eine Profikarriere ein. Einige von ihnen sind heute noch erfolgreich. Hansas heutige Juniorenmannschaft. Zwischen ihnen viele Jahre, in denen Rostocks Nachwuchs nicht in der Bundesliga war. Viele sind deshalb abgewandert. Danke. Jetzt haben wir durch die Situation der Aufstiege der A- und B-Jugend natürlich diesen Trumpf ziehen können, dass die Jungs hier auch gegen die Besten Deutschlands spielen können in den Altersklassen. Was natürlich dann das ein oder andere Argument, was der ein oder andere Spieler in der Vergangenheit hatte, dann so ein Stück weit tot macht. Der Nachwuchs ist zurück in der A-Junioren-Bundesliga und neue Talente sind gesucht. Mit einem ganz neuen Ansatz will Hansa jetzt die besten Spieler des Landes finden. Das Besondere, jeder kann sich bei Hansa ins Buch schreiben. Und das geht so. Eltern, Berater, Trainer oder der Spieler selbst melden das Talent online an. Alle kommen in die Hansa Rostock Datenbank. Anschließend werden sie von Trainern und Scouts des Vereins unter die Lupe genommen. Und wenn es für beide Seiten passt, verpflichtet. Ob im Nachwuchs oder im Profiteam. Es geht jetzt nicht darum, ad hoc innerhalb der ersten 4 Wochen gleich die Superspieler zu finden. Wie gesagt, es geht ein Scouting und eine Kaderplanung ist immer ausgelegt, nicht auf 4 Wochen oder 8 Wochen, sondern auf Jahre. Und das ist einfach ein wertvolles Fund, was wir zusammen für den Verein entwickeln wollten. Das Internat der Nachwuchskicker. Von der A- bis zur C-Jugend leben hier 22 Jungs. Die allermeisten kommen aus MV. Neben ihrer fußballerischen Ausbildung steht auch die Schule ganz oben. Denn nicht jeder ergattert einen Profivertrag. 3 aber haben es aktuell geschafft. Theo Martens, erst mit den A-Junioren erfolgreich, seit Mai Profi. Oliver Detloh hat schon für Hansa gespielt und ist gerade an einen Drittligisten ausgeliehen. Und Lukas Scherf, Stammspieler in der 2. Bundesliga. Scherf ist das große Vorbild für den Nachwuchs und hat das, wonach der Sportchef sucht. Erstmal die Liebe zum Club. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass du den Verein magst. Ja, gerade als Kind, du musst Spaß am Fußball haben, musst Spaß an der Bewegung haben. Und dann brauchst du halt noch ein bisschen Talent, wenn wir jetzt von Kindern sprechen. Und alles Weitere, da sind wir letztendlich für verantwortlich. Ist das nächste Top-Talent aus MV hier dabei? Oder muss es erst noch gefunden werden? Fest steht, Hansas Nachwuchsarbeit trägt wieder Früchte und lebt nicht mehr nur von der Vergangenheit.